vielleicht hat derjenige, vielleicht ist er zu früh, musste er gehen. Zombies sind ja so, die sind ja dann wieder auferstanden, ne? Also, ich kenne das nur aus Filmen, ich finde das immer noch total abgefahren irgendwie. Vielleicht hat er die Musik vermisst und dachte sich so, oh, da steht eine Gitarre, die nehme ich. Und wollte einfach, weil er hat jetzt so im Nachhinein betrachtet, sah das schon so aus, als hätte er so Spaß daran. Ihm ist ja dann auch so die Hand abgefallen. Also ich hatte das Gefühl, es ist schon was Besonderes für ihn und das macht ihm Spaß, also dass er irgendwie nochmal üben wollte oder so. Weiß nicht. Also das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er jetzt einfach die Musik nochmal erleben wollte oder so. Klar ist ja auch eine ganz enge Bindung dann zu meinem Vater, aber als ich klein war, erinnere ich mich, hat er sehr, sehr viel gespielt und richtig schön, haben wir zusammen halt immer gesungen und zu Anlässen und so. Ja. Er hat natürlich auch viel gearbeitet, also war viel unterwegs und wenn er dann da war, war er irgendwie müde und gestresst und ich habe dann immer mal gefragt, so, weil ich wollte es auch eigentlich lernen, aber er hat da irgendwie dann nicht mehr so die Zeit für gehabt. Leider. Er hatte so Momente, ja, aber das hat dann immer nicht lange angehalten, weil dann hat der Alltagsstress ihn doch wieder eingeholt. Spurlos von einer Sekunde, also von einem Tag zum nächsten weg. Ich habe das echt ganz schön verdrängt. Also es ist jetzt schon Jahre her, also bestimmt schon 6 Jahre, bestimmt schon. Ja. Nee. Also ich habe den auch nicht so genau angeschaut. Ich fand ihn einfach nur hässlich und gruselig und eklig und nee, also nee.